Zwei Stunden lang fuhr im Großraum Rhein-Main kein Zug mehr. Frankfurt am Main ist ein zentraler Knotenpunkt im Nah- und Fernverkehr in Deutschland. So drängten sich am Hauptbahnhof auch tausende gestrandete Fahrgäste. Die betroffenen Züge warteten die Störung in den Bahnhöfen ab, darunter auch alle S-Bahnen und Regionalzüge. Denn, so die Bahn, wenn das Funksystem nicht funktioniere, dürfe nicht gefahren werden. Seit kurz nach 16 Uhr ist die Störung beseitigt. Es kommt aber nach wie vor in weiten Teilen Deutschlands zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen.